Also ich stelle mich einfach gerne an den Fluss hin und wieder, weil der Fluss macht ja einen gewissen Lärm. Also man hört das Rauschen. Und für mich ist es manchmal so, dass es im Kopf auch so rauscht, dass ich einfach Gedanken habe und nochmal Gedanken und nochmal Gedanken. Das haben viele Menschen, dass sie wirklich einfach einen gewissen Lärm im Kopf haben, sogar wenn gar nichts los ist. Und dann mache ich diese Übung, dass ich das Wasser anschaue und mir sage, okay, die Gedanken, die sind wie das Wasser. Und ich kann das Wasser nicht aufhalten. Es fließt und fließt und fließt. Und es ist auch gut, dass es fließt. Ich bin da überhaupt nicht dagegen. Ich bin auch nicht dafür, sondern es ist einfach so, es fließt. Und dann, wenn es mir gelingt, meine Gedanken aus einer Distanz zu beobachten und zu erkennen, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem die aufsteigen und wieder vergehen, dann stelle ich mich wie hinter einen Wasserfall und beobachte das vorbeiziehende Wasser. Und ich sehe auch, wenn ein Stein ist, dann diskutiert das Wasser nicht mit dem Stein oder streitet, sondern fließt rundherum. Und da glaube ich, ist viel Weisheit im Wasser und da stelle ich mich gerne immer wieder an den Fluss. Was bewirkt es dann in dir? Es stärkt einfach die innere Achtsamkeit und es beruhigt mich halt. Also ich sitze ja viel vor dem Computer oder ich schreibe Bücher oder gebe Vorträge. Und ich glaube, jeder Mensch braucht auch Zeit einfach für sich, wo er in der Natur ist, wo er sich ausbalanciert und wo er sich zentriert. Und da habe ich mir einfach so Auszeiten, die ich mir gönne, wo ich sage jetzt, nein, bin ich nicht am Computer, bin ich auch nicht im Zug, bin ich auch nicht im Flugzeug, bin ich nicht auf einer Bühne, sondern bin ich eigentlich alleine, sitze in der Sonne oder schaue mir das Wasser an, das immer fließt. Und die Gedanken fließen auch immer. Und wenn man eine entspannte, ruhige Haltung zu den eigenen Gedanken und Gefühlen hat, dann wird es einfach einfacher. Für mich ist es viel einfacher. Und wenn man sich mit den Gedanken zu 100% identifiziert, wird es halt dogmatisch. Dann sagt man, so wie ich das jetzt denke, so ist es. Und alle anderen können entweder meine Meinung übernehmen oder sie sollen sterben. Also so war es oft in der Geschichte. Und viel geschickter ist, wenn man sagt, es sind alles einfach wie Flüsse oder wie Wasserfälle, die Gedanken, die fließen und es etwas kommt, etwas geht und manchmal hat man einen guten Gedanken und manchmal ist er auch jetzt nicht der Weisheitsletzter Schluss. Und das ist halt wichtig, dass man dann spielerisch ist, weil das war ja immer eigentlich das Problem, dass dann eine Gruppe gesagt hat, wir haben alles begriffen, hatten noch irgendein Buch dabei und ein Gewehr und haben gesagt, dieses Buch müsst ihr glauben und wenn ihr es nicht glaubt, dann bringen wir euch um. Und ich denke, jetzt ist es Zeit, dass wir darüber hinauskommen und sagen, ja, 7,7 Milliarden Menschen in 193 Ländern, ganz viele verschiedene Gedanken und sich selber beobachten, sich selber entspannen, das hilft. Das hilft der innere Friede letzten Endes, ist die Basis für den Weltfrieden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Achten Sie auf das Schöne. Das Schöne gibt Ihnen Kraft. Setzen Sie sich vor eine Blume. Machen Sie eine intensive Betrachtung der Blume. Wenn Sie das langweilt, dann ist eigentlich der Moment so, dass Sie gerne Schocks haben. Okay? Können Sie schon reinziehen, aber Sie werden platt rauskommen. Wenn Sie eine halbe Stunde eine Blume anschauen können, ist das eine halbe Stunde Vernetzung der Neuronen. Danach schließen Sie die Augen und die Neuronen produzieren die Blume blind. Wenn Sie es noch intensiver machen wollen, zeichnen Sie sie ab. Es gibt tausend Techniken, wie man Neuronen verknüpft. Die Lehrer wissen, wie es geht. Einfach abzeichnen, fotografieren, Collage machen. Sie können 500 Dinge machen. Und diese Tricks habe ich Ihnen alle gesagt. Innerer Friede entsteht, wenn man aufzählt, was gut ist. Das verknüpft die Nervenzellen neu. Nutze deinen Atem bewusst als Quelle der Kraft. Glaube nicht alles, was du denkst. Stelle dich hinter den Wasserfall, beobachte deine Gedanken und Gefühle und reduziere deinen Medienkonsum und wähle deine Medien sorgfältig aus im Digital Detox. Es ist viel besser, mal etwas zu vertiefen, das zu verstehen und dann sagt man, okay, ich habe es verstanden, als jeden Tag Push-Nachrichten auf dem Smartphone. Das ist zum Durchdrehen. Ja.
Und die Technik wird auch sein, dass wir einen neuen Umgang herausfinden mit dem Smartphone, dass wir es wirklich auch mal weglegen und dann schauen, was passiert dann. Ja? Schaffen wir das? Das ist für die Jugend sehr, sehr schwierig. Da gibt es fast einen Volksaufstand. Aber es sind jetzt Prozesse am Laufen, die ich nicht jetzt nur als schlecht beurteilen würde und auch nicht nur als gut, sondern einfach mal als interessant. Manchmal fragen mich die Leute, ja, aber ich muss doch jetzt unbedingt zum Weltfrieden beitragen. Kann ich mich jetzt nicht um den inneren Frieden kümmern? Ich muss doch vielleicht dort oder das oder dieses tun. Und dann ist meine Überlegung eher die, dass ich sage, ja, wenn wir können, immer zuerst den inneren Frieden. Und dann kommt es überhaupt nicht darauf an, ob das alle anderen Menschen auch machen oder nicht, sondern es ist schon an und für sich ein riesen Geschenk, den inneren Frieden zu finden. Und man findet ihn meiner Meinung nach nicht in den Gedanken, auch nicht in den Gefühlen, sondern im Bewusstsein. Und das ist vielleicht schwierig, wenn man sich fragt, ja, wo geht es denn hier zum Bewusstsein? Das habe ich noch nie gesehen. Aber es ist einfach das, was wir sind. Also ich kann es auch nicht anders erklären. Aber ich merke einfach, dass ich manchmal Unruhe habe in den Gedanken. Und das haben ja viele Menschen, unruhige Gedanken. Denken sie, ja, ich hätte die Kinder abholen müssen, jetzt bin ich zu spät dran und eigentlich müsste ich noch das oder irgendwie, ich hätte das nicht sagen sollen vor 2 Jahren, darum sind wir jetzt in Scheidung oder irgendwie hätte ich dort nicht investieren sollen, jetzt habe ich Geld verloren oder ah, das ist ganz, 1000 Gedanken, oder? Das sind nur Gedanken, kommen und gehen und können den inneren Frieden schon in Unruhe bringen. Und auch die Gefühle, dass man dann Angst hat, Angst vor einem Virus, Angst vor einem Terrorist, Angst vor Kommunisten, Angst vor Diktatur, Angst vor Einsamkeit. Auch die Ängste sind wie das Wasser. Sie kommen und sie gehen. Und das sieht man ja. Also vor 19 Jahren war 2001, war 9-11, da war die Angst vor Terroristen. Und jetzt ist 2020, jetzt ist Angst vor Virus. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich bin schon so lange an Propagandaforschung, dass ich Ihnen sagen kann, wenn man 6 Monate lang, jetzt sind wir schon 6 Monate in diesem Informationsumfeld, über die Verkehrstoten berichtet hätte, mit Bildern von den Schwerverletzten, mit den Toten, mit Schlagzeilen, Sandra, Klammer auf, 6 Jahre, auf Fußgängerstreifen überfahren oder Kurt, 68, bei Frontalzusammenstoß getötet und das 6 Monate lang, dann können Sie sicher sein, es kämen Forderungen, dass die Höchstgeschwindigkeit 20 Stundenkilometer auch auf Autobahn betragen muss. Einfach, weil, ja, es ist so. Wenn man eine Gruppe von Toten rausgreift und über die intensiv berichtet, erzeugt das etwas. Es erzeugt, Sie können das auch mit Badeunfällen machen. Weil es gibt Tote im Verkehr, es gibt Tote bei Corona, es gibt Tote beim Baden. Aber wenn Sie das 6 Monate durch die Bevölkerung durchjagen, geht niemand mehr baden. Und wenn jemand baden geht, wird man sagen, bist du lebensmüde? Also ich habe jetzt sehr viel Außenwelt studiert als Historiker. Dann habe ich einfach gesehen, dass man zum Beispiel absichtlich bei den Menschen Angst und Hass auslöst, indem man zum Beispiel sagt, im Irak gibt es Massenvernichtungswaffen. Und dann haben die Menschen Angst. Und dann gehen sie in den Krieg und erschießen 1 Million Iraker. Ich habe mir gesagt, das ist ja verrückt. Wie kann man das machen? Ja? Und das ist eigentlich, man kann beim Menschen die Wahrnehmung manipulieren. Wir sind über Bilder gesteuerte Wesen, die sich Zahlen schlecht merken können, aber über Bilder Emotionen produzieren. Und das kann man jetzt auch während Corona anschauen. Es wurde dieses Bild ist zirkuliert auf Facebook und zwar am 18. März. März war gerade diese Zeit, März 2020, da wusste niemand so richtig, ist das jetzt gefährlich, ist das nicht gefährlich. Und da hat jemand dieses Bild gepostet. Vielleicht ist das ein Grund, dass alle mal zu Hause bleiben. So schaut es in Italien aus, sagt diese Facebook-Nutzerin oder dieser Facebook-Nutzer. Und dann die anderen kommentieren, oh Mann, so schlimm. Oder mein Beileid den Familien, die ihre Lieben verloren haben. Man geht davon aus, dass in diesen Särgen Menschen sind. Und das stimmt. Dann geht man aber auch davon aus, und das macht das Gehirn automatisch, dass das Corona-Tote sind. Und das stimmt nicht. Weil das Bild stammt überhaupt nicht aus dem Jahr 2020, sondern aus dem Jahre 2013. Es hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Es wurde am 16. Oktober 2013 vom Guardian publiziert, eine englische Zeitung. Es zeigt einen Hangar im Flughafen von Lampedusa und in den Särgen liegen, Achtung, afrikanische Flüchtlinge. Und das hat damit zu tun, dass
dass die Menschen blind an Autoritäten glauben, also ein Präsident oder ein Bundeskanzler oder der Papst oder wer auch immer, der Chefredaktor vom ZDF oder von der Süddeutschen Zeitung, und dann glauben sie denen blind. Und dafür gibt es keinen Grund. Ich sage nicht, dass die immer lügen, das meine ich gar nicht, aber die erzählen einfach ihre Gedanken. Und manchmal stimmen die, aber manchmal sind die auch nicht stimmig. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass wenn man in der Friedensbewegung ist, dass man sagt, ich höre mir alles an, aber für mich ist jetzt niemand eine Autorität, der ich blind glaube. Auch die Kirche nicht oder auch die Schule nicht, der Lehrer nicht, auch die Eltern nicht. Überhaupt keine Autoritäten mehr. Was mir wirklich den Frieden gibt oder was mir die innere Ruhe oder auch die Zentriertheit gibt, ist, dass ich immer denke, ah ja, ich habe Gedanken, ich bin nicht die Gedanken. Ich habe Gefühle, ich bin nicht die Gefühle. Und das ist einfach, es scheint nur so ein ganz kleiner Unterschied, aber es ist ein riesen Schritt eigentlich. So wie eine Mutter, die ihre zwei spielenden Kinder beobachtet, die weiß ja, etwas mit den Kindern zu tun. Also ich habe auch etwas mit meinen Gedanken und Gefühlen zu tun. Und trotzdem ist die Mutter sich völlig im Klaren, sie ist nicht die Kinder. Der Vater ist auch sich im Klaren, er ist nicht die Kinder. Er hat etwas mit ihnen zu tun. Und so sehe ich das mit dem Bewusstsein. Das Bewusstsein ist das, was wir wirklich sind. Und in dem eben Gedanken und Gefühle und auch der Körper aufsteigen und wieder vergehen. Und im Wasser sehe ich das einfach sehr gut. Man kann es ja wie nicht fassen. Man kann es nicht stoppen, man kann es nicht anhalten. Es ist fließt und da ist eine tiefe Weisheit drin. Und gratis, man kann hier stehen, stundenlang. Thank you.